Herzlich willkommen zurück zu weiteren Video von unserem Kanal, also folgen gleich. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in den Item Shop vom 19.10.2000. Moment, erstmal gehen Grüße raus an Joscha, Max, Gakanovic. Ich hab dran gedacht jetzt mal, Ich hoffe, du freust dich. So. Also, wir haben einen neuen Skin. Wusstest du, Strandbomber? Nee, ich schon mal, wir haben einen neuen Skin im Shop. Ja, erinnern wir später. Ein dunkler Bär. Bär. So, wir haben einen Strandbomber. Auch wieder ein Bär. Ein Strandbomber. Ja, Leute, ich bin mega müde. Wenn ich müde werde, werden die Witze immer schlechter. Dann wird es immer schlecht. Ey, das ist unfair. So, der Strandbomber. Für 1200. Ist auch ein Bär oder was? Ja, siehst du doch. Bär. Da hat noch ein Bär. So, für 1200 V-Bucks. Strandbomber habe ich sogar ein Video. Ist oben rechts jetzt verlinkt in der oberen Ecke. Gameplay. 1200 V-Bucks. Krieg von mir 7 von 10. Von mir. 8 von 10. Strandbomber. 4,1855. Wo ist er? Erst am 7. Juli 2019 im Shop gewesen. Seitdem 4x 131. Farben, Sternchen, sowas von pottenhässlich. Ne? Klick mal uns durch die Models unten durch für 300 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir nur 5 von 10. Schrecklich. 4 von 10. Ganz schrecklich. 1 von 10. 4,4755 Worte erstmal am 7. Juli 2019 im Shop gewesen, seitdem 5 und 6 Mal Farbenflieger. Farbenflieger, ja. 4 von 10. Dreh den mal, da ist so, glaube ich, so ein Bömmchen drauf. Mit einem Gesicht. Ja, 4 also, von 10. Also Leute, wir entschuldigen uns direkt jetzt schon mal für das Entertainment für die Folge. Wir sind beide einfach unfassbar müde. Entertainment? Oh, let me entertain you. 3,275 bei 15 Votes aus dem 7. Juli 2019 Shop gewesen, an dem 5,5 anders. Ja, wir sind vorhin schon eingepennt. So, Deathfire haben auch ein Gameplay-Video. Ja. Ja, da hast du mich doch vernichtet. Wir wollten doch eigentlich 100 Kills. Du solltest mich eigentlich 100 Mal vernichten, aber festgestellt, glaube ich, nach dem 5. oder 6. Kill ändert sich an dem nichts mehr. Nach dem 15. Also Deadfire für 2000 B-Bucks, da hat er mich die ganze Zeit getötet, der Typ da. So, rauer Westen, Set, natürlich geil, 10 von 10. Reaktiver Skin. Ich auch. 3,855 bei 169 Votes, das ist am 24. Oktober 2018 im Shop gewesen, seitdem 7 Mal und... Rio Grande, die Sheriff Lady, für 1200 V-Bucks. Der Teil geht von mir 7 von 10. 6 von 10. 4,075 bei 29 Votes, also am 6. August 2019 im Shop gewesen, seitdem 5 Mal im Fernsehen. Der Grenzläufer, jetzt ist auch mal der Weibliche, ach, der weibliche, alter, der männliche Cowboy-Skin wieder drin. Für 1200 V-Bucks, da hat hinten dieses TNT-Ding da. Drehen Sie mal bitte. Ich rücken genau. Ja, kriegt von mir auch 7 von 10. Ja? Ja. Ja. 3,55 bei 18 Votes, also am 6. August 2019 schon gewesen, seitdem 4 Mal zu meines. Dunkelsplitter, mega cool, ist glaube ich auch reaktiv, ja. Ne? Werkzeugeffekt, Teil kriegt von mir auch 10 von 10. 4,045 bei 51 Votes, also am 24. Oktober 2018 schon gewesen, seitdem 7 Mal und so schon meines. Oh, das Longhorn kriegt von mir 9 von 10. 10 von 10. Ich finde die Picke geil. Ich habe so einen Teil ja mal früher bei mir im Zimmer hängen gehabt. 3,445 bei 9 Votes. Erst beim 6. August 2019 im Schock gewesen, seitdem wir 4 mal in 10 meinen. Ja, dann sind wir auch schon durch hier. Dann haben wir diesen Astro, die Astro-Assassine. Wenn du da hinten mit dem Bunny da drin, da in diesem Backpack, da dieses komische Bunny, sieht aus wie Max von Sam und Max Fleisch. Kennt jemand von euch noch Sam und Max? Teil kriegt von mir 5 von 10. Ich finde den nicht toll. 3,095 bei 33 Votes, also am 8. September 2019 im Shop gewesen, seitdem 6 Mal, 3 Mal und 27 Mal das. Abtrünnige 4 von 10.
Für 800 V-Bucks finde ich die so toll. Schwitzer Skin, 4, ich weiß. 3,31 Renegade. Bei 58 Euro erstmal am 5. November 2017 im Shop gewesen sein, 19 Mal und. Dann haben wir die blaues Camo Modell wechseln, klicken Sie mal da durch. So ein bisschen, also so schnell kann ich nichts gucken. Bisschen Army-Style, geh mal bei dem, halt mal bei dem Boot an. Ich will mal gucken, wie das Boot aussieht. Dreh es mal bitte. Wo bei dem Boot ist eigentlich ganz nice, ne? Also ich gebe den 7 von 10. Von mir, ja, auch 7 von 10. 2,8? Ja, 2,85 bei 5 Volt. Das ist am 18. August 2019 im Shop gewesen, seit dem Sommer und 3 Reminders. Oh, der war schon so lange nicht mehr drin gewesen. Ich weiß, fette Wanz hat den früher immer gemacht für 200 V-Bucks. Wahre 150 Liebe. 150 Tage war er nicht mehr drin. 150 Tage, das ist Hammer. Ein halbes Jahr. Viele alte Sachen kommen jetzt rein in den Shop wieder. Viele alte Sachen, wirklich. Natürlich. Das ist der Hammer. So, wahre Liebe kriegt von mir 10 von 10. True. Ja. Glaubt ihr auch an die. Schreibt doch mal in die Kommentare. Glaubt ihr auch an die wahre Liebe? Glaubt ihr auch an die wahre Liebe? Schreibt's mal unten in die Kommentare. Ihr könnt doch mal eure erste Love Story unten drunter schreiben. Wäre mal ganz interessant. Bitte nicht Cindy Busch. So. So, und was gibt's denn? Pirouette, das mache ich jeden Abend. Mache ich jeden Abend hier, wenn ich mal einen Sieg gemacht habe, dann mache ich denen da die Pirouette. Alles klar, wie viel gibt's denn? Was ist mit dir los? Du bist ich voll entertaining. 7 von 10, 8 von 10 kriegt er. 5 von 10. Keine Blutung an, meine? Kuschelschatten. Klicken Sie mal unten durch, bitte, sofort. Kuschelschatten von 500 V-Bucks. Naja, finde ich, sieht irgendwie nicht so toll aus. Okay. Er kriegt von mir 6 von 10. 7 von 10. Ein Reminder. So, dann wären wir auch schon damit soweit durch, oder haben wir irgendwas noch verpasst? Nein, dann müssen wir jetzt, sind wir jetzt beim, gehen wir auf das andere Item erstmal, bitte. Machen wir erstmal auf das andere Item da, was ist denn das? Kuschelkralle. Was ist das? Da ist ein kleines Herz dran. Dreht es mal irgendwie das Teil. Das sieht irgendwie komisch aus. Machen wir den Werkzeugeffekt. Das sieht nach royaler Romantik aus. Ja, sehe ich genauso. Ding kriegt von mir 5 von 10. 0 meines. Ja, das denke ich schon. Aber jetzt der Kuschelhorror. Also, wir müssen ja einmal festhalten. Das ist ein Bär. Ey, der Typ, der und sieht schon ziemlich so aus wie ich, ne? Ja. Jetzt mal ohne Flachs. Ja. Guck mal. Ja. Mach mal, dreh mal den Kuschelhorror so ein bisschen nach vorne, dass man ihn noch besser sehen kann. Guck mal. Ey, das bin ich. Wo ist eigentlich die Kamera? Die Kamera reagiert auch. Ich weiß, die Kamera überhaupt nicht angehabt die ganze Zeit. Sehr gut. Ey, der ist so müde, dass er nicht mal checkt, dass die Kamera noch an sein muss. Hallo, hallo. Ey, ich finde den cool. Den ich Kuschelhorror. Auch. Dreh den mal so ein bisschen auch mal auf die Rückseite. Was kostet das Teil 1200 V-Bucks? Alter, auch das Backpack. Zoom mal bitte an das Teil. Das eigentlich kaufen. Zoom mal bitte an das Teil ran. Das Herz sieht cool aus. Gebrochenes Herz, auch für die Leute, die gebrochene Liebe haben. Und der sieht aus. Aber weißt du, an was das mich erinnert? Wie heißt dieses komische Horrorspiel? Da gibt's doch so eins auch mit so einem Bär. Three Nights at Freddy's. Genau, wie heißt es? Three Nights at Freddy's. Three Nights at Freddy's, oder? Ja. Erinnert mich dran, oder bin ich jetzt total falsch? Ne? Bärenvergleich, ne? So, für 1200 V-Bucks, das Teil kriegt von mir 10, hat er eigentlich, ist eigentlich das die Nase ist auch ein Herz, aber umgedreht, ne? Ein umgedrehtes Herz, oder? Ja, ja. Ja, geil, Alter. Solche Dinge finde ich ja, cool. Also ja? Kriegt von mir 10 von 10. Guck mal, das Herz, da blutet von auch mir, da in ja, der Mitte. Kriegt von mir auch, ist eine Handgranate, ne, da dran, oder? Ja. Hat eine Handgranate 10, ja. Da vorne? 10 von 10.
Kriegt von mir auf jeden Fall auch 10 von 10. Mega geil. 5 bei 2 Votes und 7 meine Sets müssen wir den Shop bewerten. Und ich gebe dem Shop nichts mehr. Was da? Du gibst dem Shop nichts mehr. Lass mal kurz gucken. Auf der rechten Seite, wahre Liebe ist drin. Kriegt von mir nichts mehr. Der Rio Grande, beziehungsweise Deadfire ist drin. Diesen neuen Bären finde ich geil. Von mir ist jetzt ein Love It. Okay, machen wir jetzt mal. Es ist gefallen, es ist mir gar nicht. Daumen nach oben. Von mir hätte er ein Love It bekommen. Sondern tschüss.